Ich bin zum ersten Mal bei einem Radrennen rund um Düren dabei, darf sogar in einem Begleitfahrzeug mitfahren. Es wird für mich, Journalist Heinz Fassbinder, ein sehr spannender Tag. Ich höre später, dass dieses Rennen zum 86. Mal veranstaltet wird. Die Jungs hier fahren heute über 150 Kilometer. Dieses Rennen, auch bekannt als die Eifelrunde, ist mit Berg- und Sprintwertungen sehr, sehr anspruchsvoll. In diesem Jahr war das Wetter wunderbar, aber es gab auch Rennen, da waren einem Fahrer die Füße eingefroren, er musste ins Krankenhaus. Aber heute scheint die Sonne. Sportler, Zuschauer und Organisatoren freut's. Dieses Rennen ist Bestandteil der internationalen deutschen Meisterschaften für Männer der Kategorie unter 23 Jahre, erzählt mir der Veranstalter. Und das ist der Radsportverein Düren e.V. Die Leichtigkeit dieser Bilder täuschen wochenlange Vorbereitung und Entbehrungen. Es kostet Kraft und Ausdauer. Jeder wird sein Bestes geben, aber am Ende schaffen es nicht alle, obwohl sie alles Erdenkliche gegeben haben. Bevor ich im Begleitfahrzeug mitfahren darf, sehe ich mich natürlich um. Auch hier gibt es Dopingkontrollen und es wird kontrolliert, wie ich später selbst mitbekomme. Das hat sicher was mit den Skandalen der Profifahrer zu tun. Jan Ullrich höre ich immer wieder. Jeder, der sich hier anmeldet und eine Starternummer holt, weiß das natürlich. Aber die Jungs hier brauchen kein Doping, sie brauchen nur ihre Starternummer. Du hast jetzt die 109, oder? Gemeldet. Ja, ja? Habe ich. Und wo fährst du mit? U15 bin ich jetzt gerade gefahren. Ja, okay. Wie viele Klassen gibt es hier? Weiß ich nicht, so weiß von 11 Jahren bis... 10 Klassen. 10 Klassen. Auch dieser junge Rennfahrer braucht kein Dop. Für ihn reicht die Nummer fürs Starten und dann geht's los. Aber ratsam ist es, sich vorher zu informieren über die Strecke. Die Schwierigkeitsgrade sind hier mit Fotos dokumentiert. Die sollte man sich sicher anschauen. Auch fürs leibliche Wohl wird im Ehrenamt für die Fahrer gesorgt. Das haben Sie alles selber gemacht? Ja. Ja? Zum größten Teil alles selbst gebacken. Boah, krass. Ja, das kriegen hier die Sportler. Natürlich auch die Besucher. Und das alles für eine kleine Spende. Es ist bemerkenswert, dass auch hier bei dieser Veranstaltung viele ehrenamtliche Mitarbeiter mitarbeiten. Ohne sie würde es hier nicht funktionieren. Deshalb mal an dieser Stelle Dankeschön. Rennräder für Geschwindigkeiten, aber auch für die Sinne. Viele im Windkanal getestet. Körper vermessen für den Einsatz auf Asphaltstraßen. Materialschlachten im Profibereich, wie bei der Formel 1 eben auch. Für Top-Räder kommen da mal schon mehrere tausend Euro zusammen. Da braucht man entweder viel Geld oder einen guten Sponsor. Mehrere natürlich auch. Trotz Konkurrenz und Kampf auf der Straße. Man kennt sich, man hilft sich gegenseitig. Das fällt mir hier ganz besonders auf. Es ist eine gute Gemeinschaft unter diesen Radrennjungs. Mit der Zeitumstellung beginnt die neue Radsaison. Jeder Verein will natürlich seine junge Generation auf dem Weg zur Spitze bringen. Auch ich stelle fest, es gibt hochqualifizierte Nachwuchsfahrer, die das bestmöglichste Sport verdienen. Sie freuen sich auf diesen Sport und das ist gut so. Seid ihr von unterschiedlichen Vereinen? Ja? Ja? Und ihr versteht euch gut, aber ihr versteht euch alle gut, ja? Ja. Aber nur wenn ihr fahrt, ja, dann seid ihr Konkurrenten. Ja, manchmal halt. Aber eigentlich schon alle. Wir teilen ja das gleiche Hobby und darum. Ja, okay. Darf ich fragen, wie alt du bist? 16. Klasse. Okay. Mit dem Rad zufrieden? Ist das eigentlich immer so eine Materialschlacht mit dem Rad? Oder? Meistens, ja. Ja? Meistens. Also man braucht schon gute Räder, ja? Gute Techniker? Ja, auch. Zusammen. Okay, also wie beim Autorennen auch? Ja. Was für eine Nummer hast du jetzt gekriegt? Ich habe die 213. Und du fährst mit? Wohin? Wo? Ich fahre die 64 Kilometer Eifelrunde.
mit den Senioren 2 und 3. Warum mit den Senioren? Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Ich bin nur 17er. Ja, da müsstest du doch eigentlich U17 sein. Ne? Ja, aber die U17er fahren mit den Senioren 2 und 3. Okay. Das finde ich jetzt nicht so cool. Aber okay, dann habt ihr wahrscheinlich doch mehr Chancen, oder? Ach, das weiß ich gar nicht so. Also nee? Die können schon ziemlich schnell sein. Ja? Ja. Ja, krass. Ja, mal gucken. Also vielleicht sieht man sich ja doch nachher noch auf dem Treppchen, wer weiß, ja? Ja, mit viel Hoffnung passt das. Okay. Eingeladen hat mich diese junge Profigruppe. Es sind junge Talente. Die Hauptunterstützung kommt von der Firma Downer. Sie stellt Sprudelwasser aus eigener Quelle her. Die Summen, die aufgebracht werden, sind oft finanzielle Kraftakte. Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen Sie ein Finanzpolster von ca. 170.000 Euro im Jahr nachweisen, um überhaupt beim Profirennen dabei sein zu können. So hoffen die Rennrad-Jungs auf weitere Sponsoren, damit der Verein eine gute Betreuung der Sportler ermöglichen kann. Die Begrüßung dieser Jungs mit dem Hauptsponsor ist aber mehr als nur das liebe Geld. Sie kommt von beiden Seiten, vom Herzen, wie diese Bilder hier zeigen. Die Rennräder der Downer Renntruppe sind schon vom Allerfeinsten, wie man hier sieht. Bei der Teambesprechung wird jeder Kilometer der Strecke besprochen. Der Trainer Gerald Ciolek, selbst Radprofi, hat aufmerksame Zuhörer, denn er weiß, wovon er spricht. Und das schafft das notwendige Vertrauen, mit einem guten Rad an der Spitze mit dabei zu sein. Die Vorbereitungen sind enorm. Alle Eventualitäten werden besprochen. Wenn die Technik des Rades versagt, Bremsen ausfallen oder der Fahrer irgendetwas braucht auf der 151 Kilometer weiten Strecke. Hochmotivierte Siegertalente, sie geben alles und die Firma Downer sorgt dafür, dass es an nichts mangelt während des großen Rennens. Damit alles weiter eingedeckt, weil oben in der Verpflegung steht dann tatsächlich nur Wasser und ISO. Wenn irgendwas anderes benötigt wird, dann müsst ihr halt Auto rufen. Ja? Mit Auto meint der Techniker das Begleitfahrzeug, das gerade hier am Start einfährt. Es versorgt die Jungs mit allem, was sie brauchen. Dutzende von Fahrzeugen fahren mit auf der Strecke rund um Düren, denn jeder will auch am Ziel wieder ankommen, am besten als Sieger. Und dafür sorgen Dutzende von Technikern und Trainern der jeweiligen Startergruppen. Erst wenn man mit der Kamera nah dran ist, kann man erahnen, was für eine Power gebraucht wird, um hier mitzufahren. 25 Männerteams haben sich für die Radbundesliga 2019 angemeldet, wird berichtet. Es wird immer schwieriger, weil die vielen Rennradler stärker geworden sind. Hier geht es auch darum, sich für die Deutschlandtour zu qualifizieren, lese ich in einer Pressemitteilung. Der Stellenwert der Bundesliga ist ungebrochen, ist sie doch das Fundament, auf dem dieser Leistungssport aufgebaut wird. Auch das lese ich bei Radnet. Die Konkurrenz ist stark. Auch aus Luxemburg, den Niederlanden und Litauen sind sie gekommen, wird durch Radnet berichtet. Das Tempo war hoch. Selbst am Berg werden wir sogar überholt. Diese Eifelrunde war ein sehr kampfbetontes Rennen. In den ersten Runden gab es sehr starke Ausreißergruppen, aber immer wieder auch Attacken der Konkurrenten, um mitzuhalten. Wie im richtigen Leben klappt es leider nicht immer, auch beim Downer-Team geben sehr gute und leidenschaftliche Fahrer heute auf. Aber die Betreuung, das ist jetzt das Allerwichtigste, das Gespräch, die Fürsorge, das Verständnis.
Dafür ist Marion Zimmermann mit Ehemann bekannt. Sie halten das Team zusammen, ob tief unten oder ganz oben. Und sie finden, und das ist ja das Bemerkenswerte, was ich heute feststelle, als die Sponsoren, immer verständliche Worte und Trost. Und das gibt Kraft für das nächste Rennen. Am Ende des Tages sieht die Welt sowieso ganz anders aus, wie hier durch den Kameramesscomputer festgestellt wurde. Das Downer-Team ist ganz vorne mit dabei. Mika Henning holt den dritten Platz, gefolgt vom Teamkollegen Sven Turnau. Das ist ein schöner Tag. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? War es anstrengend? Ja, nee, war locker. War locker für dich? Nein. Okay, nein. Aber du bist Dritter geworden, ja, jetzt, oder? Ja, das ist doch gut für die ganze Mannschaft, ja, oder? Ja, war ja das Ziel für heute. Bitte? Das Ziel für heute, die Mannschaft nach vorne zu bringen. Hat ja geklappt. Ja, ist auch wunderschön. Ja, ne? Die Taktik ist aufgegangen, also alles prima. Also ganze Taktik, ja. Das ganze Training, alles ist aufgegangen, ja? Ja, alles. Okay. Haben dich deine Kollegen unterstützt, oder? Ja, total. Ja? Ja. Okay. Also jeder mit, keine Ahnung, wenn ich jemanden gefragt habe, ich bekomme, was ich wollte. Also besser kann man sich das eigentlich nicht vorstellen. Jetzt steht dieser 19-jährige Junge, einen Tag vorher hatte er seinen Geburtstag, stellvertretend für alle Helfer, Techniker, Trainer, Teamkollegen des Downer-Teams auf dem Treppchen und ist sogar der jüngste Sieger an diesem Tag. Das wird mit diesem Trikot zusätzlich hier geehrt. Der Jüngste, sagen wir mal, den dritten Platz macht von eurem Team, das ist doch schön, ne? Ja, das freut mich auf jeden Fall. Ne? Vor allem und im ersten U23 oder im Bundesliga-Rennen schon direkt so weit vorne zu landen. Ja, und ich habe von den Jungs gehört, die ich gefragt habe, freut ihr euch, dass ihr den dritten Platz gemacht habt? Dann haben die gesagt, ja, das ist ja ein Teamsport, ja? Und sie freuen sich, ja? Das wird im Radsport oft vergessen. Ne? Ist eher, oder erfordert noch mehr Teamgeist als in allen anderen Mannschaftssportarten, weil am Ende steht halt einer auf dem Podium und nicht die gesamte Mannschaft. Ja, ja. Deine Sportkameraden haben gesagt, die haben sich angestrengt. Deshalb ist unser Jüngster ja eben Dritter geworden. Ja? Also ihr, das, weil es eben ein Mannschaftssport ist, die nehmen das gar nicht krumm. Ja? Nee, ich habe noch mit ihm in der Neutralisation am Anfang des Trainings gesprochen, ihm nochmal Mut zugesprochen, das hat halt alles einzelne umgesetzt und dann freuen wir uns auch mega mit. Nächstes Mal darf vielleicht wieder ein André von uns gewinnen. Das ist Herz, ja. Genau. Okay. Das ist mein Team. Danke, ja. War das eigentlich jetzt der Auftakt hier fürs Rennen, also in der Saison oder? Für uns war das erste Rennen, ja. Ja? Und wie viele kommen noch in diesem Jahr? 50, ich hoffe 60. Das ist so viel krass, wie möglich. Ja. Und warum so viel wie möglich? Um zu beweisen, dass die Jungs was können, um aufzusteigen in die nächste Kategorie. Okay.